In der Praxis von Marianella von Schuler-Alakon in Hamburg wird Inklusion gelebt. Neben zwei hörenden Zahnarzthelferinnen beschäftigt sie eine Gehörlose und eine Schwerhörige. Die Zahnärztin lernte aus persönlichem Interesse die Gebärdensprache, um Gehörlosen in ihrer Praxis sowohl eine optimale Versorgung als auch einen Arbeitsplatz bieten zu können. In Deutschland ist dies ein Einzelfall. Früher wollte ich im medizinischen Bereich arbeiten, aber ich wusste, dass es schwierig wäre, mit hörenden Personen zu kommunizieren, sodass ich dieses Ziel dann aufgab. Später erfuhr ich dann von Marianellas Idee, Gehörlose im medizinischen Bereich auszubilden. Und so kam ich meinem Traumberuf wieder ein Stück näher. Das war schon echt toll für mich, dass mir diese Chance gegeben wurde. Zahnmedizin interessiert mich einfach sehr. Und mit Marianella war die Verständigung barrierefrei, da sie gebärdensprachkompetent ist. Das ist für mich wirklich angenehm. Es war nicht so einfach. Also es war erstmal die Leute zu überzeugen. Das Zweite, die Behörde war so überrascht. Es gibt nicht die Ausbildung. Die Behörde meinte, die Schule noch zum Beispiel, es gibt nicht, dass man sich angepasst hat auf die Gehörlosen. Die Gehörlosen haben andere Sprache und so weiter. Und wie würde man das machen? Dank der Initiative der Zahnärztin ermöglichten die Behörden und die Berufsschule schließlich die Ausbildung. In der Berufsschule begleiten uns stets zwei Dolmetscher im Unterricht, die uns die Inhalte verdolmetschen. So können wir parallel alles mitverfolgen und am Unterricht teilnehmen. Das läuft also wie bei allen anderen auch. Anfangs war das ungewohnt, aber mittlerweile sind wir ein eingespieltes Team. Alle wissen, worauf es ankommt und auch die Lehrer sind jetzt geschult im Umgang mit uns. Sie als Gehörlosen können sich nicht anpassen, weil sie können die Lautsprache nicht lernen. Das heißt, wie passe ich mich mit den Gehörlosen? Hier in der Praxis hat sich geändert, dass man das Telefon weniger klingelt, sondern wir haben mehr E-Mails und Faxen und es wird mehr SMS geschrieben. Das machen wir, damit wir angepasst sind auf unsere gehörlosen Mitarbeiter. Auch Gehörlosen ist ein großer Vorteil, weil sie Termine so machen. Und die Hörenden können wir auch per E-Mail einfach immer schreiben. Mit den Arbeitsabläufen bin ich vertraut. Da gibt es keine größeren Probleme. Damit es aber reibungslos läuft, müssen wir gute Vorbereitungen treffen und alles organisieren. Meine Kollegen und ich, wir unterstützen uns da gegenseitig. Für mich ist das hier alles nicht schwierig. Unsere Praxis beschäftigt sich um die Hälfte der gehörlosen Patienten zu haben und die Hälfte der Hörenden. Also wir wollen eine Mischung haben zwischen den Hörenden und den Gehörlosen. Und warum? Weil wir müssten, dass wirklich eine lebendige Inklusion stattfindet, dass es wirklich Gehörlose mit Hörenden sich in einer Welt zusammentreffen und leben, so wie ganz normale Menschen. Und das ist unser Ziel. Ich denke, wir zeigen ja, was für Gehörlose möglich ist. Und ich finde, dass noch viel mehr Hörgeschädigte ausgebildet werden sollten. Der Bedarf an direkter Kommunikation zwischen medizinischem Personal und gehörlosen Patienten ist wirklich hoch. Ich wünsche mir, dass sich in Zukunft noch andere unserem Beispiel anschließen.